foolishly and merrily, that's it. Now you have the razors and wait to fix that cash, but please don't be so phony to reach at tears. It was a death of Friday night I lived. I took my chances, I designed for making art without denying. And the hardest thing I ever did is watch the money flowing in anybody else's pocket water. The more I did earn for every second of my most careless life, but I was the unpaid artist, now I need to swim to my stride. Your eyes, I was a genius, then why did you never say it? In lifetime, I just was a dead freelance in Berlin. Money seems no problem now, it would never reach my wishes. Yet thanks for nothing, I've got no win. Now the mayor on the street is proud and we won't let it. I was your unpaid artist, you're an idiot. So speak a good old artist, so long they reach to me. That of yours is wide enough to catch up with this ray, or you can choose the trumpet way, but then you'll never mean it, or open up your ears for what I say. Today my name will touch a hole, so I can make it short. No more brainless shopping malls, I'll shop the earth to eine wunderbare Überleitung dazu, dass wir eben nicht auf dem Dach sind, wo wir eigentlich sein wollten. Das heißt, wir müssen uns das jetzt alles vorstellen. Genauso wie wir uns vorstellen, dass Franziska Hauser hier sein sollte. Hallo Franziska. Kirsten Fuchs. Barbara Weitzel. Alle drei sind aus triftigen Gründen leider nicht hier. Ich raschel jetzt mal nicht mehr. Und wir haben wunderbare Gäste. Das ist ja das Tolle, wenn die nicht da sind. Das wird den ganzen Abend wahrscheinlich begleiten. Okay, wir machen das auf dem Dach. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also das Gute ist, wenn die Katzen nicht zu Hause sind, kann man sich Mäuse einladen oder irgendwie so. Ich habe mir zwei wunderbare Gäste ins Haus geholt, den Falco Hennig und den Michael Knight. Und Falco fängt gleich an. So, ich hoffe, dein Schutz funktioniert besser. So, wie klingt das? Es klingt gut. Dann hoffe ich, dass das stimmt. Ja, freue mich. Ich muss sagen, jetzt, ich brauche nicht mal lügen, um hier verkünden zu können, dass Deo meine Lieblingslesebühne ist. Ich bin, naja, eigentlich immer, wenn ich es einrichten kann, habe ich mir die angeguckt und umso mehr freut es mich, dass ich selber auch mitwirken darf heute. Und genau, ich habe extra für heute eine Geschichte geschrieben, die heißt: Die erste Pandemie ist immer am schwersten. Neulich klagte ich mein Leid über den vielen Staub in meiner Wohnung. Meine Gesprächspartnerin wollte mich trösten. Staub bedeutet Frieden.
dann habe ich sehr viel Frieden in der Wohnung. Der Frieden liegt bei mir herum in Gestalt von Staubmäusen, Staubschlangen und Staubteppichen. Sucht und Sehnen. Ich habe vor Corona viel und gerne andere Städte besucht. In Deutschland, in Europa, Afrika, Asien, in den beiden Amerikas. Es ist schon eine Berliner Besonderheit, dass die Bewohner ihren Müll entsorgen, indem sie ihn in Kartons stellen und diese wiederum mit einem Schild zu verschenken auf die Straße. In den Monaten der Ausgangsbeschränkung hat dieses Phänomen sich vervielfacht. Alle vernünftigen Berliner haben die Zeit genutzt, sich von unnützen Produkten aller Art zu trennen. Alle Berliner? Nein, ich leider nicht. Ich habe recht viele Macken, nicht so viele wie die meisten anderen, aber sie reichen völlig aus. Eine ist die, nicht ausreichend wegwerfen oder ausrangieren zu können. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kann ich auch an keiner zu verschenken Kiste vorbeigehen, ohne wenigstens hineinzusehen. Im Gegensatz zu den meisten konnte ich meine Jäger- und Sammlergene nicht sublimieren und sozialverträglich minimieren, sondern ich muss nachgucken. Und dann finde ich leider immer so großartige Sachen, die ich in meinen Fahrradkorb packe und in meine Wohnung schleppe. Wenn ich normalerweise für den Weg zum Lidl-Markt oder zum Bäcker 10 Minuten brauche, sind es jetzt 40 oder 50 Minuten, weil überall diese Kartons stehen. Sucht und Sehnen. Als Kind bin ich häufig in den Ludwigsfelder Altstoffhandel eingebrochen und zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen gehört es, zusammen mit meinem besten Freund inmitten des Berges von Altpapier zu sitzen, von außen nicht sichtbar, wie im Krater eines Vulkans. Bündel um Bündel mit Zeitschriften und Büchern auszupacken und zu lesen. Diese Sehnsucht, einfach nur inmitten von bedrucktem und beschriebenem Papier zu sitzen, zu liegen und von mir aus auch zu stehen, ist mir seitdem geblieben und ich habe sie mir nach Kräften erfüllt. Wie von allein wurde die Lesesucht zur Schreibsucht und ich glaube, wenn ich aufgehört haben werde zu schreiben, werde ich noch einige Zeit lesen. Ich liebte auch den Müllplatz von Rangsdorf. Dort waren Groschenhefte, Schwarten aller Art, Abenteuergeschichten und die verschiedensten Wertsachen zu finden, die ich zu mir trug. Ich hatte ein Hochbett mit einem großen Nachttisch, wo ich meine Schätze hortete und durchlas. Ich empfand dabei ein Glück, wie ich es heute nur noch mit Hilfe von Drogen oder Sport erreichen kann. Dann gab es noch den Westmüll. Der war eigentlich abgesperrt, aber wir kletterten über den Zaun und es war dort wie im Paradies. Jedenfalls besser als im Intershop. Man kann viel Gutes über die DDR sagen, aber nicht, wenn man bei der Wahrheit bleibt. Immerhin funktionierten Stasi und Doping hervorragend. Die DDR verkaufte ihre Bürger, jedenfalls die politischen Gefangenen, nach Westdeutschland, aber sie nahm auch gegen Bezahlung mit Westgeld den Müll aus West-Berlin in Empfang. Und es war völlig unglaublich, was diese West-Berliner wegwarfen. West-Zeitungen, West-Bücher, West-Sachen aller Art, Jeans, T-Shirts. Es war ganz unfassbar. Dann ging die DDR unter und wir konnten nun noch viel mehr Westmüll durchsuchen. Außerdem waren jetzt die Zonis völlig durchgedreht und warfen selber die großartigsten Sachen weg. In die Müllcontainer wurden Fotoalben, Brigadetagebücher, Stalin, Lenin, Thälmann und Marx-Büsten, sogar ganze Autos geworfen. Die Autos schleppte ich nicht in die Wohnung. Die standen vor dem Haus und ich fuhr damit herum und fand immer mehr Sachen, die ich nun mit Zweitaktermotor zu mir fuhr. Warum diese ganzen Bücher, Videokassetten, Audiokassetten, Tonbänder, Schellackplatten und LPs in der Wohnung? Es könnte doch passieren, dachte ich insgeheim, dass wieder eine Diktatur errichtet würde und wieder ganz viele Sachen verboten würden. Dann hatte ich sie bei mir. Oder es könnte ein Hochwasser kommen, dass niemand mehr aus dem Haus käme. Dann hätte ich bei mir genug zu lesen und Filme anzugucken und alles wäre halb so wild. Man kann fast alles freundlich und etwas weniger freundlich formulieren. Als ich vor Jahren ein Zimmer oder bei Gelegenheit sogar meine ganze Wohnung über Airbnb vermietete, war klar, dass ich nicht gerade viele Übernachtungsgäste bekommen würde, wenn ich sie anpreisen würde als
vollgemülltes Loch mit viel kaputten Maschinen und staubigem Altpapier. Ich bin ja manchmal nicht ganz bescheuert und inserierte sie als gemütliche Schriftstellerwohnung mit vielen Büchern. Es funktionierte. Ich bekam Reservierung und musste putzen, räumen, mein Chaos in einen Zustand versetzen, den jedermann immer noch als große Unordnung empfinden würde, aber immerhin war danach gesaugt, gewischt, geputzt, aufgeräumt, geschrubbt, Wäsche gewaschen und alle Gäste fühlten sich pudelwohl und fanden die Wohnung gemütlich und ja, es waren viele Bücher darin. Sie gaben mir gute Bewertungen und wenn sie wieder abgereist waren, saß ich in meiner Wohnung und genoss die relative Leere und Ordnung. Was war so anders in der Wohnung? Es waren Flächen frei, die normalerweise voller Bücherstapel, Anziehsachen, Stempelkästen und DVDs lagen. Denn aufräumen bedeutet bei mir zumindest einen meiner vier Tische freizuräumen. Es gab dann diese herrlichen Momente, in denen ich gut wegwerfen konnte und regelmäßig auch musste. Irgendwo wollten die Gäste ja sitzen und ihre Koffer abstellen. Dann stellte ich eine Kiste vors Haus mit Büchern, mit Stiften, Aktenordnern, Schallplatten, mit CDs und wertvollen Geschmeiden und schrieb ran, zu verschenken. Innerhalb von verblüffend kurzer Zeit waren sie leer. Wir sind kein normales Haus und der Scharfsinn der Hausgemeinschaft war größer als meiner. Unser Ziel als Haus war und ist es, billigen Wohnraum zu erhalten. Die Nachbarn erkannten, welch schlimmes Potenzial Airbnb mit seinem Geschäftsmodell hat und wie dieses die Mieten explodieren lässt. Und so fiel beim Plenum der Beschluss, keine Vermietung mehr, es sei denn bei längeren Abwesenheiten und auch dann nur ohne Profit. Das war es dann mit dem regelmäßigen Entmüllen und dann kam noch Corona und nun habe ich den Salat. Die Hoffnung, die ich in so etwas wie eine totale Ausgangssperre gesetzt hatte, haben sich nicht erfüllt. Aber es ist ja auch meine erste Pandemie. Deshalb sehe ich die Zukunft optimistisch. Klar, die DDR ist nicht wiedergekommen und auch nichts Ähnliches, jedenfalls bisher nicht. Wobei inzwischen habe ich erfahren, dass es eine neue Weltregierung von Reptilien gibt und muss sagen, an dieser Stelle möchte ich diese Weltregierung grüßen und sagen, ich bin mit der Arbeit sehr zufrieden, alles läuft wunderbar und ich hoffe, dass ich einen schönen Posten, zumindest schön bezahlt bei dieser Regierung bekomme. Dass bestimmte Bücher wieder verboten werden und diejenigen, die davon noch eine Menge haben, privilegiert sind, ist eher unwahrscheinlich. Denn bei der nächsten Pandemie werde ich mich anders verhalten und dem Vorbild meiner Mitbürger nacheifern und nur noch rausstellen und nichts mehr einsammeln. Darauf gebe ich mein großes Pionier-Ehrenwort. Nein, mein ganz großes Barschel-Ehrenwort. Kommt bei der nächsten Pandemie an meinem Haus vorbei und werdet so reich, wie ich es jetzt schon bin. Ja, und jetzt geht's weiter mit Susanne. Raschel, raschel, ich versuche jetzt mal mit einem anderen Tütchen. Ich sammle auch immer wieder gerne, also aber sehe dann immer Zeichen darin und ich habe beim Fund dieses Stücks gedacht, okay, das ist jetzt, weiß ich, worauf ich mich freuen kann. Und ich dachte, ich versuche das jetzt mal mit dieser Brille zu lesen und dann sehe ich meine Geschichte mit ganz neuen Augen. Sie heißt nämlich Sehnsucht, eine Liebeserklärung. Ich bin ja überzeugt davon, dass zu einer guten Liebe, also zu einer so komplett bescheuert großartigen Liebe, die Sehnsucht quasi als rosa Pfefferkorn dazugehört. Rosa Pfeffer mögen ja nicht so viele, meist mehr Frauen als Männer. Und meist sind es auch die Frauen, die sagen, Schatz, ich habe Sehnsucht. Wonach ist dann meist egal. Okay, ich kann mit der Brille nicht lesen. Aber alle glauben, dass Pfeffer in Essen schon etwas interessanter macht. So als Prise, wichtige Geschmacksnote. Für mich ist das mit der Sehnsucht sogar so, als würde ich mich nur vom Pfeffer ernähren wollen. Also irgendwie muss der immer sein, in großen, rauen Mengen. Mehr brauche ich im Grunde nicht. Wenn er da ist, weiß ich auch, dass mir der Rest schon schmeckt. Was die Liebe betrifft, kapiere ich auch erst, dass ich liebe, wenn ich Sehnsucht habe. Klingt logisch, geradezu einleuchtend.
All das frage ich mich nun, während ich mit einer Flasche Bier und einer Kippe im Mauerpark in der Sonne sitze. Was gehört denn dazu, dass es diese Sehnsucht überhaupt gibt? Ganz klar Abstand, körperlicher, am besten gerade noch in unbegreiflicher Nähe, so von wegen, ich bin mal kurz in Übersee, aber ich denke den ganzen Tag nur an dich und wenn es nicht mehr auszuhalten ist, setze ich mich in den Flieger und komme sofort zu dir. Ich hatte schon viele Fernbeziehungen, ich kenne mich da aus, mit allen Verkehrsmitteln und diesen Säuseln am Telefon, wenn man es vor Sehnsucht gar nicht mehr aushalten kann und erst einschläft, wenn der andere eingeschläfert ist, den Hörer in der schlaffen Hand, sodass man nur noch den sanften Atem hört und so weiter. Ach, manchmal habe ich sogar gedacht, dass ich die Sehnsucht mehr liebe als den Menschen, an dem sie hängt. In so Augenblicken, als er aus dem Zug gestiegen ist, nach einer langen, wachen, durchrüttelten Nacht und ich die Nase an seinem Hals rieb, um diesen Geruch erstmal wieder neu kennenzulernen. Weil, das ist schon komisch, so am Menschsein. Wenn man es dann bekommt, was man unbedingt haben wollte, ist es oft ein kleines bisschen weniger interessant, weil der Abstand fehlt. Die räumliche Trennung, die man mit seinen Wünschen überwinden muss. Überhaupt Wünschen. Die Sehnsucht und die Wünsche sind ja das Traumpaar schlechthin. Das ist auch der Grund, warum ich ab und zu in der Gala lese, was die Schönen und Reichen so alles treiben, während ich beim Vietnamesen meine Frühlingsröllchen knabbere. Wenn ich auch so reich und geliftet wäre, wäre es schon viel weniger schön. Also ist im Grunde ja alles in Ordnung. Wie gesagt, ich sitze im Mauerpark mit Bier und Kippe in der Sonne, obwohl ich weiß, dass hinterher wieder viele sagen werden, rauch mal lieber nicht so viel und trinken hilft auch nicht gegen die Sehnsucht. Und sag mal, wie viele saßen da eigentlich? Ist das nicht schlimm, dass die nicht alle auf Abstand achten? Ach, ach, ach. Ich habe Sehnsucht nach Leichtigkeit. Ich weiß, sie ist auch kein zuverlässiger Partner. Und wenn ich sie wieder treffe, ist es auch gleich weniger interessant und aufregend mit ihr. Wahrscheinlich prompt weniger leichtfüßig, weil ich sie fragen werde, ey, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe dich vermisst. Und bestimmt wäre sie dann gleich eingeschnappt und würde sich beschweren, dass Vorwürfe nun nicht gerade dabei helfen, sich leicht zu fühlen. Stimmt ja. Über dem Rand des Bieres sehe ich die Sonne langsam sinken. Mann, das passiert jeden Tag und ist immer wieder verdammt schön. Vielleicht auch, weil ich weiß, dass sie am anderen Morgen wieder aufgehen wird, was zum Glück meist genauso grandios schön ist. Sonnenaufgang. Da freue ich mich gleich wieder auf den Untergang. Hoffentlich gibt es heute keine Wolken oder Regen oder Schnee, hoffentlich. Aber sie wird untergehen, klar. Und ich weiß, das wird super. Und morgens wieder das Aufblühen, Kaffee auf dem Balkon und die Blumen gießen. Ich glaube, ich fange gleich mal an, eine ganz neue Sehnsucht zu entdecken. Ich will die mal mit jemand anderem haben, nämlich mit mir. Ich bin ja immer da, bei mir, mit mir, wegen mir und für andere, meine zwei Jungs. Ich will jetzt mal Abstand halten, so, zu mir, damit ich wieder und vielleicht auch endlich mal Sehnsucht nach mir habe. Dann kommt vielleicht wieder so ein ungeahntes Liebesgefühl zurück, für mich, für die anderen, für alle überhaupt. Hey, ich spüre schon die leichte Schärfe, diesen feinen Impuls, noch mehr Pfeffer auf alles zu streuen. Rosa, schwarz, grün, egal. Hauptsache mal wieder merken, wie geil die Sehnsucht ist. Hauptsache ist doch, dass sie funktioniert. Es ist nur eine kleine Schraube, ein geölter Hebel, den ich nur umkippen muss, um sie wieder zu haben. Ach, ach, ach. Schon großartig. Und jetzt kommt der Michael. Das falsche Kondom. So, ich habe in letzter Zeit, wie viele andere auch, Tagebuch geschrieben, obwohl Tagebuch eigentlich nicht ganz wichtig ist, mehr so Wochenbuch, weil ich es nicht täglich hinbekommen habe und lese jetzt hier so ein bisschen durcheinander vor. Es ist Teil 11. Unter der Überschrift Leben in den Zeiten des Corona und genau, Teil 11. Freunde des digitalen Zeitalters. Letztens rief mich der Kollege Spider an und frug, ob ich denn nicht mit ihm und ein paar anderen Herren am Abend etwas ins Internet hineinlesen wollen würde. Livestream. Jeder von seinem Heimnetzwerk ins Internet hinein. Ich hatte so meine Bedenken, aber der Test am Nachmittag lief überraschend gut. Am Abend dann aber grottenschlechte Verbindung. Vor allem der Ton ginge gar nicht. So schruben es Kommentatorinnen ins Internet hinein. Das Internet verstand mich nicht. Und nichts half.
weder der Neustart des Rechners, noch Browserwechsel, noch was man eben noch so alles machen kann, Kopfstand, Hampelmann, Schnappatmung. Ich bin ja relativ sicher, dass da jemand oder mehrere jemanden nicht wollten, dass ich im Internet zu verstehen bin. Christian Drosten, die Balkonklatscher-Lobby oder dieser Internetmilliardär Bill Withers oder Bill Kaulitz oder wie er heißt. Keine Ahnung, warum die nicht wollen, dass ich im Internet zu hören bin. Müsst ihr die mal fragen. Oder die Prenzl-Schwaben. Vielleicht wollen die mich auch kaputt machen. Vielleicht wollen die die Urbevölkerung des Bezirkes Prenzlauer Berg ausrotten. Abgesehen davon weiß ich gar nicht, ob sich die Prenzl-Schwaben selbst als Prenzl-Schwaben bezeichnen. Diese eine Olle, die sich Prenzl-Schwäbin schimpft, macht das jedenfalls. Aber auch wenn sie sich nicht so nennen, jede Wortschöpfung, die Prenzl enthält, wie zum Beispiel Prenzl-Bäcker, Prenzl-Zahnarzt oder Prenzl-Puff, hat mit 99,9%iger Sicherheit kein Indigener aus Prenzlauer Berg ausgedacht. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich nichts. Weil, wie Alfred Einstein damals schon sagte, Kausalität ist kein Kreisverkehr oder so ähnlich. Jedenfalls die sogenannten Prenzl-Schwaben, die habe ich echt im Verdacht. Und die Balkonklatscher. Könnte mir sogar vorstellen, dass die Schnittmenge da auch recht groß ist, aber das ist nur so ein Gefühl. Spider wohnt ja auch in Prenzlauer Berg, aber der wurde in Hohenschönhausen oder auf Hiddensee oder so geboren. Und deswegen hatte der gestern Abend keine Probleme mit dem Ton, weil wegen ihm haben die balkonklatschenden Okkupanten nicht die Kontrolle über das Bürgeramt Fröbelstraße und die Hoheit über das Internet im ehemaligen Arbeiterbezirk übernommen. Nee, die wollen an mich ran. Vielleicht muss ich jetzt auch in den Untergrund gehen, wie dieser vegane Gehirnakrobat. Ist der überhaupt schon in den Untergrund hinabgestiegen? Wenn ein Veganer sich so langsam in vielen kleinen Schritten an sein Ziel heranpirscht, heißt das dann Tofu-Salami-Taktik? Kann das überhaupt jemand hören? Wo ist eigentlich der Eingang zum Untergrund? Ist der Untergrund gezwungenermaßen unterirdisch? Wo klatschen Menschen, die keinen Balkon ihr eigen nennen können? Wie spät ist es gerade? Ob die Prenzl-Schwaben mich zwangsimpfen wollen? Werde ich dann schwebeln? Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Süßigkeitenhersteller Hitschler, also dass der Firmenname Hitschler, voll so klingt, als würde ein Schwabe Hitler sagen? Kann es sein, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie Schwaben sprechen? Sind es in Wirklichkeit Sachsen oder Thüringer? Kennt ihr noch die Fernsehserie Chips? Gab es da nicht mal eine Folge über Zwangsimpfung? Schmecken die sauren Gurken von Hitschler eigentlich gut? Wusstet ihr, was passiert, wenn man das Wort Ton rückwärts liest? Ist krass, oder was? Versteckte Botschaft, ich höre dir trapsen. Von welchem Land ist eigentlich die versteckte Botschaft? Nordkorea oder Panama oder was? Kann man da Asyl beantragen? Und wenn, hätte Edward Snowden mit den Scherenhänden nicht lieber dahin gehen sollen, statt zur Botschaft von, ach, weiß ich jetzt nicht mehr, wo der war. Übrigens, an so einem Schnulliladen für Klamotten in der neuen oder alten Schönhauser kann mir immer nicht merken, was wo ist. Da steht im Schaufenster geschrieben, Eden is now. Ich habe das aber erst nach mehrfachem Lesen kapiert und vorher immer Edward Snowden gelesen. Ich habe jetzt voll Lust auf Weingummi oder Schaumgummi oder Gummibären oder andere Gummitiere. Gummibeuteltiere von mir aus. Geht euch das auch so? Würdet ihr auch welche von Hitschler essen? So, das war jetzt Teil 11. So, ich mache einfach rückwärts. Nee, nur ganz kurz noch. Leben in Zeiten des Corona 8. Freunde der Grenzschließung. Die Welt steht Kopf, möchte man meinen. Da wurden am 1. Mai doch tatsächlich Teilnehmer einer linken Demo in Greifswald verwiesen, weil sie nicht vermummt waren. Und kurz darauf demonstriert die AfD in Waren für sofortige Grenzöffnung. Landesgrenzen natürlich nur, aber immerhin. Vieles gerät in diesen Tagen durcheinander, so auch ich. So verstand ich heute bei den Radionachrichten zuerst Kurzarbeitergeld statt Kurzarbeitergeld. Und dann, als es um die Razzien bei Salafisten in Berlin, die bei den Soforthilfen für Kleinunternehmer geschummelt haben sollen, ging, verstand ich, sie hätten sich häufig in der Pussy-Leg-Moschee getroffen. Sieh an, dachte ich, diese Salafisten sind gar nicht so eindimensional. Die Errichtung eines Gottesstaates, das Abschlachten von Ungläubigen und Feminismus schließen sich vielleicht doch nicht aus. Dann aber die Ernüchterung. Die Moschee hieß Pussy-Leg-Moschee, gegründet vom inzwischen verbotenen Verein Pussy-Leg 88. Nee, Quatsch, Pussy-Leg 33. Frage. Gilt ein Selbstmordattentäter als Solo-Selbstständiger? Frage 2. Kann ein Gefährder Grundsicherung beantragen, auch wenn er durch sein ständiges Herumgefährden dem ersten Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung steht? Ja, so, das war das. Und weiter geht's mit Musik. Ah,
ein Zuschauer bestimmt. Ja, genau. Jetzt Beschwerde von Herrn Schee. Super, das ZDF ruft an. Sie werden gefilmt. Nein, ich wollte diesen Enthusiasmus jetzt hier im Publikum nutzen, um überhaupt mal aufmerksam zu machen, dass wir das für euch machen und uns deshalb sehr freuen würden, wenn ihr unter werketage.de mal gucken würdet. Da ist so ein toller Link und da kann man seinen Enthusiasmus auch loswerden in Form von Münzen, Scheinen, guten Worten. Wir freuen uns über Spenden. Ihr wisst ja, wie es ist. Man muss das nicht mehr groß kommentieren. Wir machen jetzt auch weiter, aber wenn ihr jetzt irgendwie noch ins Kino wollt, könnt ihr ja sagen, ach, geht ja gar nicht, ach Mist, ja, die 10 Euro gehen jetzt an Werketage. Ja? Wir freuen uns. Und jetzt ist Vanessa dran. Genau, ich kann dir noch verraten, den Trick der Reform. Wir sagen immer die Verbindungen durch. Ja, du machst es. Ja, aber ich weiß sie ja gar nicht. Wie ist die Verbindung, die Kontoverbindung? Werketage.de, wir machen uns rar, wie meine Mutter sagen würde, so ein bisschen geheimnisvoll, muss man auch sich erarbeiten. Ja, aber die, also wir können mehr als die Reformbühne verdienen, oder? Kriegen wir hin. Wäre toll. Wäre toll. Okay, überrascht uns. Vanessa. Ich habe mir extra für den Abend heute so ein tragbares Klavier ausgeliehen, mit dem ich noch nicht so zurechtkomme, aber ihr wisst ja, Konzept des Projektes, der Vandalism, ist nicht zurechtkommen. Das Lied heißt Jane's Dog und ist ein bisschen Ausdruck davon, wie sehr ich schon mir Sehnsucht habe danach, rauszugehen aus meiner eigenen Wohnung. Change dog, stop barking. Your chicken all run free. The hen house is open, play with me. Change dog, stop barking. Your chicken all run free. Then the house is open, play with me. Stones come play with me. The
sound of a soul that's more gap in between the seats of the boat. And there was the key. Wir waren gerade Zeuge, ich glaube, in der gesamten Kultur- und Musikgeschichte hat es das noch nicht gegeben, dass jemand Klavier spielte und dann mit dem, nicht nur mit beiden Händen, sondern auch mit einem Fuß, oder? Also ich habe es noch nirgends gesehen und wenn das irgendwann mal, wenn alle das machen, könnt ihr sagen, ihr wart dabei, als es zum ersten Mal jemand gemacht hat. Ja. Meine Geschichte heißt, ja, Mord aus Quarksucht und Flucht im Quallentransporter. Der Hirsebrei mit Orange, Möhren, Chili und Zitrone mundet vorzüglich und zwar nicht nur mir, sondern auch meinen beiden Gästen. Mein Leben ist ewiger Urlaub, denn ich bin Touristenführer. Urlaub für immer. Vacaciones para siempre. So habe ich allen in Südamerika erklärt, was ich denn so mache normalerweise. Ich bin bezahlter Urlauber. Doch der Urlaub ist seit über 2 Monaten schal geworden, weil alle ihn hatten und haben und weil er nicht freiwillig war und ist. Der entscheidende Unterschied liegt darin, ob ich Urlaub mache oder ob ich beurlaubt werde. Ich weiß nicht, was von Corona bleiben wird. Letztlich bin ich zweckpessimistisch und fürchte, dass sich rein gar nichts zum Besseren wendet. Aber noch können wir hoffen, dass unsere Beziehungen und die Umwelt in der Zukunft nach der Seuche davon profitieren werden. Für mich ist die Zeit momentan die schönste. Lockerungen über Lockerungen, Sonne und die dunklen ökonomischen Konsequenzen kommen erst so richtig in einigen Wochen bei mir an. Ich bin Spieler, wenn es Sucht ist, an jedem Tag zu spielen, dann bin ich spielsüchtig. Glücksspiele, Körperspiele, ich kann nicht genug davon bekommen. Auch in Corona-Zeiten spiele ich. Sogar das Tippen und Vorlesen hier und jetzt in diesem Moment ist Spiel. Wäre es ernst, würde ich es wohl nicht machen.
So habe ich in den vergangenen Jahren genauso wie in den letzten Wochen zu Spieleabenden eingeladen und eine mir unerklärliche Gemeinsamkeit, die ich zu meinen Partys bemerke, ist, dass ich zwar immer jede Menge hässliche Männer einlade, aber doch nur schöne Frauen mitmachen. Warum? Ich weiß es nicht. In mir sträubt es sich, in Zukunft nur noch schöne Frauen einzuladen, in der Hoffnung, dass dann die hässlichen Männer erscheinen. Vielleicht würden hässliche Frauen kommen, wenn ich schöne Männer einlade. Die schönen Frauen jedenfalls wollen tanzen und sie wollen spielen. Und wenn die hässlichen Männer nicht erscheinen, ja, wenn überhaupt keine anderen Männer auftauchen, dann beiße ich gern in den süßen Apfel und tanze und spiele als Hahn im Korbe. Das war schon in meiner Kindheit so, dass ich der einzige Junge im Chor und in der Singegruppe war. Es ist bei den meisten Kaffee- und Kuchen-Nachmittagen so und ich finde daran überhaupt nichts schlimm. So spiele ich also wieder nach köstlichem Essen mit schönen Frauen. Es sind meine Tochter und meine Freundin. Glück beim Spiel und in der Liebe haben wir also zu dritt. Und wir spielen Mörder, Opfer, Mordmotiv. Das ist genauso wie Stadt, Land, Fluss, bloß mit anderen Rubriken. Nämlich Täter, Opfer, Mordmotiv, Tatort, Tatwaffe, Fluchtfahrzeug, Todesursache. Der Buchstabe, mit dem die Wörter beginnen müssen, wird ausgelost und wer als erster fertig mit allen Einträgen ist, ruft Stopp und bekommt einige Punkte mehr für alle Spalten, in denen er als einziger was eingetragen hat. Als erstes haben wir H als Anfangsbuchstaben. Bei Täter und Opfer reichen im Allgemeinen beliebige Namen oder Berufe. Der Klassiker ist natürlich der Gärtner als Täter. Allerdings sollten wir fürs nächste Mal extra Punkte für besonders schöne Wörter ausloben. Ein solchen ist das Mordopfer Edelprostituierte, mit dem meine Liebste unsere Runde erfreut. Doch zurück zum H. Als Tatwaffe schreibe ich Holz, als Fluchtfahrzeug den Holzwagen und als Todesursache schreibe ich Hering. Hering als Todesursache und Holz als Tatwaffe. Ich erkläre, wie ein großer Hering, wie er beim Zelten verwendet wird, vom Mörder Heiner mit einem Holzblock in Hans Rachen gehämmert wird. Beim U schreibe ich als Tatwaffe U-Boot und wieder wird gezweifelt, ob das Opfer damit unter Wasser überfahren worden sei. Aber diese Diskussion ist für mich vielleicht ganz gut, denn dadurch wird meine Todesursache Unwohlsein nicht angezweifelt. Und außerdem kommt meine Tochter mit der Tatwaffe Unke durch, indem sie vorführt, wie man mit einer Unke jemanden erschlägt. Durch den Zeitdruck bekomme ich immer wieder Blackouts. Bei D habe ich Dämlichkeit als Mordmotiv und Dusseligkeit als Todesursache. Dann kommt es zum Buchstaben Q. Erfreulicherweise ist unsere Runde tolerant. So wird von niemandem bemängelt, dass ich als Opfer Quarkkeule aufschreibe. Wäre nachgefragt worden, hätte ich das Wort als Spitzname für Keule ausgegeben. Auch mein Mordmotiv Quarksucht wird akzeptiert und sogar mein Fluchtfahrzeug, der Quallentransporter. Und mit Quallengift habe ich eine wunderbare Todesursache, auch wenn Quallenvergiftung wohl korrekter gewesen wäre. Schwierig wird es, meiner Tochter beizustehen, die als Fluchtfahrzeug Qualle angegeben hat. Sie macht zwar pantomimisch gekonnt vor, wie man auf einer Qualle reitet, aber auch dann ist es noch kein überzeugendes Fahrzeug. Bei P ist mein Hirn etwas blockiert. Täter Punk. Opfer, Punkerin. Motiv, Punkmusik. Tatort, Punkkeller. Erst mit der Tatwaffe löst sich der Knoten, Pistole, Fluchtfahrzeug, Panzer, Todesursache, Pilzvergiftung. Meine Tochter hat das Flugzeug als Fluchtfahrzeug gewählt. Flugzeug mit PF. An bemerkenswerten Todesursachen brilliert sie außerdem, als es eine mit R sein muss, mit raufgehauen. Eine weitere originelle Tatwaffe von mir, die akzeptiert wird, ist die Waffel. Und auch die Todesursache Wasser in den Beinen geht durch. Allerdings nicht das Rasseln, obwohl ich ziemlich überzeugend vorspiele, wie man mit rasselndem Atem sein Leben aushaucht. Bei I haben wir alle drei
die Tatwaffe Eagle gewählt. Aber ich bin der Einzige, der als Fluchtfahrzeug auf die bekannte Eagle-Kutsche gekommen ist. Meine Tochter hat dafür Inges Rad, dazu Igitt als Mordmotiv und als Todesursache die intergalaktische Krankheit. Nicht schön, so eine intergalaktische Krankheit. Eigentlich können wir sehr froh sein, dass die Corona-Scheiße mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Erde beschränkt bleiben wird. Meine Liebste dagegen hat das Mordmotiv Irrsinn gewählt. Und vielleicht ist es auch Irrsinn, der uns ganz allgemein ergriffen hat. Aber ein schöner Irrsinn. Und ich wünschte, die Lachsalven, in denen wir uns krümmen, könnte ich für die Ewigkeit konservieren. Heiterkeit entspringt dem absurden Verhältnis der Ewigkeit mit dem funkenhaften Aufglühen und Verlöschen unserer Existenz. So passt es, dass ich zu später Stunde unter Bauchschmerzen leide. So ist es. Manchmal leide ich an Bauchschmerz, manchmal an Weltschmerz, aber nie an intergalaktischen Schmerzen. Ja, und jetzt geht's weiter mit Susanne. Noch 20 Minuten. Das ist ein kurzer Text. Und Michael ist noch in Musik. Also, wunderbare Überleitung. Was? wunderbare Überleitung. Lieber Falco, wir haben es dir auch zu verdanken, dass es uns gibt, weil wir waren einfach auf deiner Party und haben getanzt. Und Franziska und Matthias und Kirsten. Und so. Jedenfalls, Franziska hat dann gesagt, sie möchte irgendwas gründen. Und ich so, ja, geil, was denn? Eine Lesebühne? Und okay, jetzt haben wir uns gegründet seit 2 Jahren. Und das macht Spaß, weil wir immer so tolle Gäste haben. Danke nochmal, dass ihr da seid. Und danke für dieses grandiose Publikum. Und danke, dass ihr alle spendet. www.werketage.de. Kurz nach dem Abitur 1990 habe ich ein Theaterstück geschrieben. Ich tippte es in den damals topmodernen Atari-Computer meines Freundes und verschüttete just, als ich fertig war, einen Kaffee auf der Tastatur. Ich war untröstlich, aber gleichzeitig dachte ich, das glaubt mir eh kein Mensch. Ein Paar, das sich auf einem anderen Planeten in völliger Einsamkeit befindet. Man hat von der Erde aus nur über einen Bildschirm Kontakt. Sie werden ständig dabei beobachtet, wie sie sich entwickeln, ob sie Kinder zeugen und oder sich nicht doch irgendwann in ihrer Einsamkeit zerstreiten. Daran denke ich jetzt, während ich an so einem Ding sitze und den Code eintippe, um einen Zugang zum Dancefloor zu bekommen. 2 mir sehr liebe Kollegen haben das initiiert. Sie nennen es Distanz, was ich saugut finde als Wortschöpfung. Distanz. Aber die Umstände gefallen mir nicht. Mein Allerwertester fühlt sich nach dem wochenlangen Rumgehocke selbst mehr wie ein Gesitz als ein Gesäß an. Aber noch kann ich mich nicht dazu aufraffen, auf eins der unzähligen Bildschirmsportangebote zurückzugreifen. Mich erinnert das doch zu sehr an diese Aerobic-Videos von damals, als es mich abgelenkt hat, warum ich mein Bein nicht genauso weit spreizen kann und woher die Jane Fonda eigentlich so tolle pinke Stulpen hat. Nun proste ich also Falco zu. Zwischen uns liegen ungefähre 3 Kilometer, die ich mit dem Rad in wenigen Minuten abreißen würde. Aber diese Zeit sparen wir uns ja durch Technik, wie wir uns auch sonst einiges sparen können. Wofür wissen wir heute leider noch nicht. Bei Falco sorgt eine Lichterkette für Stimmung. Blumen liegen um seinen Hals und seine Freundin lacht und weist uns ein, wie wir in den Tanzraum rüber switchen können mit einem Wisch und dann ploppen wieder diese kleinen Briefmarken großen Bildchen auf. Auf einem tanzt der DJ schon schwungvoll im Anzug und installiert eben noch ein leeres Glas auf der Kamera. Ein toller Effekt wie ein Hohlspiegel und eine wilde Tänzerin mischt einen psychedelischen Hintergrund dazu. Woher hat sie denn bloß? Mein alter Mac macht das nicht mehr mit. Oder bin ich schon zu beschwipst, um die richtige Einstellung zu finden? Überhaupt ist es lustig, weil im Empfangsraum sich heftig darüber ausgetauscht wird, welchen Knopf man denn nun wie drücken muss, damit man auch alle auf dem Monitor hat und warum man das Mikro ausblenden muss, um die Musik besser zu hören. Zwischendrin prosten wir uns mal wieder zu, was Mut macht, wenn man sich selbst beim Tanzen zusieht. Mag ich das? Klar könnte ich mein Briefmarkenbild wegschalten, aber der Reiz ist so groß zu sehen, dass sich der vor Jahren getätigte Kauf einer Discounter-Disco-Kugel spätestens jetzt amortisiert.
Es ist wirklich sagenhaft, endlich wieder zu lauter Musik rumzuhopsen. Leider gibt mein Lautsprecher keine Bässe her und der Gedanke macht sich breit, dass sich der Vorwand von früher, ich zeig dir meine Briefmarkensammlung, nun in ein ganz anderes Licht stellt. Es ist schon ein bisschen einsam, selbst am Dancefloor. Danke, Falco, trotzdem. Ich war skeptisch, ich zweifle immer noch. Immerhin habe ich hinterher nachgesehen, ob ich nicht doch noch die handschriftlichen Notizen zu jenem Theaterstück finde, um ihm einen guten Schluss zu geben. Danke. Und jetzt kommt nochmal der Michael und dann Musik. Danke. So, achso, es wurde ja, glaube ich, schon darauf hingewiesen, dass man auch Geld spenden kann, und zwar auf werketage.de. Das ist eigentlich so, dass wir euch, die ihr dann spenden werdet, was Gutes tun, weil es kommt bald eine Inflation und wir nehmen euch das ab, das dann später wegzuwerfen, das Geld, oder zu verbrennen. Ist ja auch eine Menge Arbeit. Genau. Ich lese noch ein bisschen aus meinem wöchentlichen Tagebuch der letzten Zeit vor. Leben in den Zeiten des Corona 7. Freunde des Einkaufsbummels. Wahrscheinlich wisst ihr es schon längst, aber sicher ist sicher. Vor kurzem ist Leon Boden gestorben. Leon Boden war Schauspieler, Regisseur, vor allem aber bekannt als Synchronsprecher. Er war neben vielen anderen Engagements als Synchronsprecher fester Sprecher für zwei Schauspieler, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Jason Statham und Denzel Washington. Jason Statham, der Inbegriff der Coolness, wie dämlich das Skript auch sein möge, wie unterirdisch die Dialoge, in nahezu jedem Film, in dem er mitspielt, schafft er es, mich zu überzeugen. Die lockerflockige Art, wie er seinen Opponenten vor den Latz haut, hier ein Tritt, dort ein Schlag, zwischendurch immer mal ein Kesserspruch, ein sympathisches, bisweilen auch irres Grinsen. Hier ein Sturz von einem Hochhaus überlebt, dort eine Explosion überstanden. Über Drehbücher mag ich nörgeln, Jason jedoch schafft es kaum, mich zu enttäuschen. Ganz anders dagegen Denzel, oder wir Freunde, wie wir Freunde des Sven sagen, Svenzel. Svenzel Washington, er kann ja nichts dafür, aber wenn er in einem Film mitspielt, habe ich immer die Vermutung, dass alle anderen afroamerikanischen Schauspieler entweder gerade keine Zeit oder überzogene Gehaltsvorstellungen hatten. Auch wenn er in vielen guten Filmen mitgespielt hat, Svenzel Washington wird für mich immer der Aushilfs-Afroamerikaner bleiben. Kann gar nicht genau erklären, warum, aber er löst in mir meist Mitleid aus. Wenn ich dann doch mal einen Film mit ihm gucke, stelle ich mir an seiner Stadt lieber Samuel L. Jackson, Forrest Whitaker oder auch mal Lawrence Fishburne vor. Um nicht als Rassist zu gelten, könnte ich mir natürlich auch mal Woody Harrelson, Michael Rappaport oder Jason Statham statt Denzel Washington vorstellen. Was aber schwierig ist, wenn Svenzel gerade den Gründer des Black Consciousness Movement oder Malcolm X oder einen im amerikanischen Bürgerkrieg kämpfenden Schwarzen mimt. Immerhin hat Svenzel, auch wenn ihm meine Gunst fehlt, welche natürlich schwerer wiegt als jegliche mit Metallic Goldlack besprühte Knetmasse zum in die Vitrine stellen, auch den ein oder anderen Oscar und Golden Globe Award gewonnen. Leon Boden dagegen hat nie einen Oscar gewonnen, nicht mal eine Lola und auch nicht den Deutschen Synchronpreis, dafür meine Gunst. Nicht meine Gunst gewonnen haben, neben Svenzel Washington, mal wieder die Bewohner meines Heimatbezirkes. Am vergangenen Samstag, an dem es laut Presse nicht oder zumindest nicht ausreichend den erwünschten Ansturm auf die Einzelhändler gab, brachte ich mein Fahrrad zur Reparatur in einen Fahrradladen nahe des Kollwitzplatzes, der Hochburg der verhinderten Häuslebauer und Distanzgestörten. Gut gefüllt war der Bürgersteig vor dem Geschäft, als ich ankam, um mein Fahrrad abzugeben, in Klammern begrenzte Kundenanzahl im Laden, allerdings merkwürdigerweise nicht abhängig vom Körperumfang, und so vertrieb ich mir die Zeit, indem ich mir nicht ganz freiwillig von einem Mitwartenden seine verschwörungstheoretischen Auswürfe in die Ohren husten ließ. Die reichsten 3% der Menschheit hätten das mit dem Corona um uns alle. Das liegt ja wohl auf der Hand. Und dann hatte er sich extra ein Zitat von Einstein zurechtgelegt, aber ich war schon längst dem Gespräch entschwunden. Weil zu den reichsten 3% der Weltbevölkerung gehört auch Trump, und den halte ich einerseits für zu dumm und plump, um an einer aufwendig geplanten Unterjochung der Weltbevölkerung mitzuarbeiten. Und andererseits ist Trump ein dermaßener Egomane, dass er sich sicherlich nicht von den anderen Superreichen zu einer demokratisch abgestimmten Unterjochungsstrategie drängen lässt. Weiterhin halte ich es nicht für wahrscheinlich, dass sich die Superreichen der Welt oder irgendein Staat oder eine Staatengemeinschaft auf einen Plan, in Klammern Corona und Folgen, zur Unterjochung des kleinen Mannes samt Frau, Mann und Kindern und so weiter einigen könnte,
ohne vorher mit Trump Rücksprache zu halten. Der Irre hat immerhin Zugang zu einem nicht unerheblichen Waffenarsenal und hektoliterweise Desinfektionsmittel. Also lenkte ich den Smalltalk auf das Vor-Corona-Standardthema Wetter. Bis mich ein freundlicher Mitarbeiter in den Laden bat, mir mein Rad abnahm und mir sagte, ich könne das reparierte Gefährt noch heute, kurz vor Ladenschluss, abholen. Als ich um 16 Uhr, kurz vor 16 Uhr, erneut vor dem Laden erscheine, ist das Trottoir davor wieder anständig mit Wartenden gespickt. Der Ladenmitarbeiter, der wie schon mittags je einen Kunden in den Laden bittet, nachdem ein anderer Kunde zuvor den Laden verlassen hat, weist darauf hin, dass der Laden um 16 Uhr schließt. Natürlich haben alle Wartenden nur ganz einfache Wünsche. Einen neuen Schlauch oder hier nur die eine Schraube und die andere Schraube. Und überhaupt müsste mal. Aber sie warteten ja schließlich auch schon mindestens 7 Minuten. Könnten sie ja nichts dafür, dass der Laden jetzt gleich schließe. Der Mitarbeiter lässt sich breitschlagen und sagt, er und seine Kollegen täten ihr Bestes, dass alle, die jetzt vor dem Laden stünden und wirklich nur kleine Anliegen hätten, heute noch rankämen, aber aufwendigere Reparaturen, die müssten leider auf den nächsten Werktag. Ein Raunen geht durch die Schlange. Immerhin habe man ja zum Teil schon bis zu 8 Minuten hier müssen. Und der ja leider auch auf die Kundschaft angewiesene Mann lotst eine Kundin in den Laden, sichert uns Außenstehenden zu, sich unsere Wünsche zumindest alle anzuhören und sie im Idealfall sogar zu erfüllen und bittet uns, ob wir denn nicht vielleicht zumindest dafür sorgen könnten, dass nicht noch mehr Kunden dazu kämen. Natürlich haben sich etliche neue Kunden mit nur so ganz einfachen Anfragen ganz spontan vor dem Laden versammelt. Einige warten schon seit mindestens 3 Minuten, als mich der Mitarbeiter mit Tränen in den Augen in den Laden winkt, damit ich mein repariertes Zweirad abholen kann. Als ich den Laden verlasse, versucht der zermürbte Fahrradladenmitarbeiter, eine Dame samt Kind am Betreten des Ladens zu hindern und erklärt ihr und ihrem Nachwuchs, der Laden habe seit einer Stunde geschlossen. Aber er sei doch noch offen, der Laden, entgegnet die Dame. Und der Theodor, der bräuchte doch ein neues Fahrrad. Kann doch jetzt kein großes Problem sein. Der Mitarbeiter schluckt und erklärt, dass der Laden aber eigentlich schon, die Dame meint, nur mal schauen wollten sie und der Theodor. Nicht lange, keine Sorge, nur mal schauen. Seit einer Stunde wimmert der nun am Boden liegende Mitarbeiter, während die Frau, in deren Wortschatz das Wörtchen Nein nicht zu existieren scheint, und der Theodor über ihn hinwegsteigen und den Laden betreten. Seit über einer Stunde, brülle ich dem Theodor und seiner Mutter hinterher. Der Junge zuckt immerhin kurz zusammen, von der Mutter keine Reaktion. Ich ärgere mich nicht zum ersten Mal in diesen Tagen, dass ich mir noch immer keine Teleskopfliegenklatsche zugelegt habe, mit der ich auch in Zeiten des Mindestabstandes die ein oder andere Besinnungsstelle verteilen könnte. Mindestanstand statt Mindestabstand, murmle ich wiederholt vor mich hin, während ich mich ob der Corona-bedingten Gewichtszunahme gemächlich auf mein Rad hiefe. Der noch immer auf dem Boden liegende Dienstmeister sieht mich fragend aus seinen wässrigen Augen an. Hast schon richtig verstanden, sage ich, und überleg dir mal lieber, wer du im Leben sein möchtest, Jason Statham oder Svenzel Washington. Leon Boden würde sich schämen, Alter. Wieder sieht mich der Mann vom Boden fragend an. Aber was soll ich sagen? Ich weiß ja selbst nicht so genau, wie ich das meine. Ja. Und jetzt gibt's nochmal Musik. Ich habe auch noch eine Gitarre mit. Mir waren die letzten Tage so langweilig. Und dann habe ich mich echt voll vorbereitet. I've been haunted for reality, as the final truth caught me. Yeah, it's got me. Who was the deer now? Who was the hunter? Who the deer? Who was the deer? A million different ways to suffer, and though
countless more to love, to love. Who is the deer now? Who is the hunter? Who the deer? Who if every single breath creates a lady, if every single breath creates a lady, yeah, every tiny breath creates a woman. Now I'm this beautiful human. But my true nature has no gender, and my true nature is so tender. Goosebump in love. Goosebump in love. Created and destroyed with every single breath. There's no such thing as jetzt einfach weiter. Wir setzen uns oben aufs Dach und Vanessa darf noch weiterspielen und das bleibt jetzt nur für uns. Wow. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und hoffentlich noch dabei seid. Seid uns gewogen, bleibt uns gewogen. Wir machen das immer am 23. und empfehlt uns weiter, schreibt uns und das war Vanessa Carré. Herzlichen Dank fürs Kommen. Falko Hennig, herzlichen Dank. Von der Reformbühne Heim und Welt, unsere Lieblingsbühne. Michael Knight, ja, komm mal her, wink mal. Super. Vielen Dank an die tolle Technik, Matthias, Rüdiger, dass ihr das möglich gemacht habt, dass ihr da seid. Danke, 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 das brauchen wir. Und irgendwas Wichtiges ist mir noch eingefallen, spendet. Und herzliche Grüße, Kirsten, Barbara, Franziska, das nächste Mal. Und Susanne Schirrion. Und ich, ja. Danke. Tschüss.